Ich wollte ein kleines Stück aus einem Buch vorlesen, das mich selber mal sehr beeinflusst hat. Ich zeig's mal kurz. Es sieht alt und schäbig aus und das war es schon, als ich es mit gut 12 Jahren im Altpapier einer Schrotthandlung fand. Ich wusste nicht, wer Rainer Maria Remarque war und Im Westen nichts Neues hatte mir als Titel auch nichts gesagt. Das war damals Anfang der 60er Jahre ja auch kein Wunder, denn er war ja von den Nazis verboten, er wurde nicht neu aufgelegt, das kam alles erst sehr viel später. Ich lernte daraus, dass es Menschen geben kann, wenn man sie schult, die über das Schlimme des Ersten, Zweiten Weltkrieges und all dem, was dazwischen war, berichten können. Das konnte mein Großvater nicht, das konnte mein Vater nicht und deren Generation nicht. Sie haben es nicht gelernt. Ich war begeistert. Ich habe es damals, glaube ich, 2 oder 3 Mal als 12-Jähriger hintereinander gelesen und daraus dann meinen Pazifismus entwickelt. Es ist ein tolles Buch, ich kann es nur empfehlen. Ich lese auch nur eins der letzten Kapitel kurz vor. Wir zählen die Wochen nicht mehr. Es war Winter, als ich ankam, und bei den Einschlägen der Granaten wurden die gefrorenen Erdklumpen fast ebenso gefährlich wie die Splitter. Jetzt sind die Bäume wieder grün. Unser Leben wechselt zwischen Front und Baracken. Wir sind es teilweise schon gewohnt. Der Krieg ist eine Todesursache wie Krebs, Tuberkulose wie Grippe und Ruhr. Die Todesfälle sind nur viel häufiger, verschiedenartiger und grausamer. Unsere Gedanken sind Lehm. Sie werden geknetet vom Wechsel der Tage. Sie sind gut, wenn wir Ruhe haben und tot, wenn wir im Feuer liegen. Trichterfelder draußen und drinnen. Alle sind so, nicht wir hier allein. Was früher war, gilt nicht und man weiß es auch wirklich nicht mehr. Die Unterschiede, die Bildung und Erziehung schufen, sind fast verwischt und kaum noch zu erkennen. Sie geben manchmal Vorurteile im Ausnutzen einer Situation, aber sie bringen auch Nachteile mit sich, indem sie Hemmungen wachrufen, die erst überwunden werden müssen. Es ist, als ob wir früher einmal Geldstücke verschiedener Länder gewesen wären. Man hat sie eingeschmolzen und alle haben jetzt denselben Prägestempel. Will man Unterschiede erkennen, dann muss man schon genau das Material prüfen. Wir sind Soldaten und erst später auf eine sonderbare und verschämte Weise noch Einzelmenschen. Es ist eine große Brüderschaft, die einen Schimmer vor dem Kameradentum der Volkslieder, dem Solidaritätsgefühl von Sträflingen und dem verzweifelten Beieinanderstehen von zum Tode verurteilten seltsam vereinigt zu einer Stufe von Leben, das mitten in der Gefahr aus der Anspannung und Verlassenheit des Todes sich abhebt und zu einer flüchtigen Mitnahme der gewohnten Stunden wird, auf gänzlich unpathetische Weise. Es ist heroisch und banal, wenn man es werten wollte. Doch wer will das? Es ist darin enthalten, wenn Jaden bei einem gemeldeten feindlichen Angriff in rasender Hast seine Erbsensuppe mit Speck auslöffelt, weil er ja nicht weiß, ob er in einer Stunde noch lebt. Wir haben lange darüber diskutiert, ob es richtig sei oder nicht. Gatt verwirft es, weil er sagt, man müsse mit einem Bauchschuss rechnen, der bei vollem Magen gefährlicher sei als bei leerem. Solche Dinge sind Probleme für uns. Sie sind uns ernst und es kann auch nicht anders sein. Das Leben hier an der Grenze des Todes hat eine ungeheuer einfache Linie. Es beschränkt sich auf das Notwendigste. Alles andere liegt in dumpfem Schlaf. Das ist unsere Primitivität und unsere Rettung. Wären wir differenzierter, wir wären längst irrsinnig, desertiert oder gefallen. Es ist eine Expedition im hohen Eise. Jede Lebensäußerung darf nach der Daseinserhaltung dienen und ist zwangsläufig darauf eingestellt. Alles andere ist verbannt, weil es unnötig Kraft verzehren würde. Das ist die einzige Art, uns zu retten. Und oft sitze ich vor mir selber wie vor einem Fremden, denn der rätselhafte Widerschein des früher in stillen Stunden wie ein matter Spiegel die Umrisse meines jetzigen Daseins außer mich stellt und ich wundere mich dann darüber, wie das Unannehmbare, Aktive, das sich Leben nennt,
sich angepasst hat, selbst in diese Form. Alle anderen Äußerungen liegen im Winterschlaf. Das Leben ist nur auf einer ständigen Lauer gegen die Bedrohung des Todes. Es hat uns zu denkenden Tieren gemacht, um uns die Waffen des Instinkts zu geben. Es hat uns mit Stumpfheit durchsetzt, damit wir nicht zerbrechen vor dem Grauen, das uns bei klarem, bewusstem Denken überfallen würde. Es hat uns in den Kameradschaftssinn geweckt, damit wir den Abgrund der Verlassenheit entgehen. Es hat uns die Gleichgültigkeit von Wilden verliehen, damit wir trotz allem jedem Moment das Positive empfinden und als Reserve aufspeichern gegen den Ansturm des Nichts. So leben wir eingeschlossen, hartes Dasein, äußerste Oberfläche und nur manchmal wirft ein Ereignis Funken. Dann aber schlägt überraschend eine Flamme schwerer und furchtbarer Sehnsucht durch. Das sind die gefährlichen Augenblicke, die uns zeigen, dass die Anpassung doch nur künstlich ist, dass sie nicht einfach Ruhe ist, sondern schärfste Anspannung zur Ruhe. Wir unterscheiden uns äußerlich in der Lebensform kaum von Buschniggern. Aber während diese stets so sein kommen, weil sie eben so sind und sich durch Anspannung über Geisteskräfte höchstens weiterentwickeln, ist es bei uns umgekehrt. Unsere inneren Kräfte sind nicht auf Weiter, sondern auf Zurückentwicklung angespannt. Jene sind angespannt und selbstverständlich so, wir sind es äußerst angespannt und künstlich. Und mit Schrecken empfindet man nachts, aus einem Traum aufwachend überwältigt, preisgebend der Bezauberung heranblutender Gesichter, wie dünn der Halt und die Grenze ist, die uns von der Dunkelheit trennt. Wir sind keine Flammen, notdürftig geschützt durch schwache Wände vor dem Sturm der Auflösung und der Sinnlosigkeit, in dem wir flackern und manchmal fast ertrinken. Dann wird das gedämpfte Brausen der Schlacht zu einem Ring, der uns einschließt. Wir kriechen in uns zusammen und starren mit großen Augen in die Nacht. Tröstlich fühlen wir nur den Schlafenatem der Kameraden und warten so auf den Morgen. Jeder Tag und jede Stunde, jede Granate und jeder Tote wetzen an diesem schönen Hals und die Jahre verschließen ihn rasch. Ich sehe, wie er allmählich schon um mich herum niederbricht. Das ist die dumme Geschichte mit Detering. Er war einer von denen, der sich sehr für sich hielt. Sein Unglück war, dass er in einem Garten einen Kirschbaum sah. Der kam gerade von der Front und dieser Kirschbaum stand in der Nähe des neuen Quartiers an einer Wegbiegung, überraschend in der Morgendämmerung vor uns. Er hatte keine Blätter, aber er war ein einziger weißer Blütenbusch. Abends war Detering nicht zu sehen. Er kam schließlich an und hatte ein paar Zweige mit Kirschblüten in der Hand. Wir machten uns lustig und fragten, ob er auf Brautschau wolle. Er gab keine Antwort, sondern legte sich auf sein Bett. Nachts hörte ich ihn rumoren. Er schien zu packen. Ich witterte Unheil und ging zu ihm. Er tat, als wenn nichts wäre, und ich sagte ihm, mach keinen Unsinn, Detering. Ach wo, ich kann nur nicht schlafen. Weshalb hast du die Kirschzweige geholt? Ich werde doch wohl noch Kirschzweige holen dürfen, antwortete er verstockt. Und nach einer Weile, zu Hause habe ich einen großen Obstgarten mit Kirschen. Wenn die blühen, sieht das vom Heuboden aus wie ein einziges Bettlaken. So weiß. Es ist jetzt die Zeit. Vielleicht gibt's bald Urlaub. Es kann auch sein, dass du als Landwirt abkommandiert wirst. Er nickte. Aber er ist abwesend. Wenn diese Bauern aufgerührt sind, haben sie einen sonderbaren Ausdruck. Eine Mischung von Kuh und sehnsüchtigem Gott. Halb blöde, halb hinreißend. Um ihn von seinen Gedanken abzubringen, verlangte ich ein Stück Brot von ihm. Er gab es mir ohne Einschränkung. Das ist verdächtig, denn er ist uns knausrig. Deshalb bleibe ich wach. Es passiert nichts. Er ist morgens wie sonst auch. Wahrscheinlich hat er gemerkt, dass ich ihn beobachtet habe. Am übernächsten Morgen ist er trotzdem fort. Ich sehe es, sage jedoch nichts, um ihm Zeit zu lassen. Vielleicht kommt er durch.
Nach Holland haben es schon einige Leute geschafft. Beim Appell aber fällt sein Fehlen auf. Nach einer Woche hören wir, dass er gefasst ist von den Feldgendarmen, diesen verachteten Kommisspolizisten. Er hatte die Richtung nach Deutschland genommen. Das war natürlich aussichtslos. Und ebenso natürlich hat er alles sehr dumm angefangen. Jeder hätte wissen können, dass die Flucht nur Heimweh und momentane Verwirrung war. Doch was begreifen Kriegsgerichtsräte 100 Kilometer hinter der Linie davon? Wir haben nichts mehr von Detering vernommen. So ähnlich ist das ganze Buch. Ich kann mich erinnern, dass ich als Junge aufhören musste zu lesen, weil er an einer Stelle beschreibt, wie er im Graben als junger Mann liegt, frisch eingezogen, und sie nicht schlafen und keine Ruhe finden können, weil ganz viele Angeschossene zwischen den Gräben lagen, schrien, weinten und keine Ruhe fanden, bis sie nach vielen Stunden erst starben. Es ist wichtig, darüber reden zu können und diese Worte zu lernen, damit wir an die nächste Generation und an möglichst viele weitergeben können, wie schlimm das ist und wie es gilt, Krieg zu vermeiden.